Und hallo, guten Abend an diesem Mittwoch. Ja, es war wieder tolles Wetter, es hat sogar gebrannt in Berlin. Eieiei, also richtig was los, aber ich bin natürlich wie immer für euch da. Ja, es gab ganz viele Zuschriften auf die Sendung von gestern. Es hat euch ja mega Spaß gemacht mit der Mia Böse und ihr würdet gerne mehr davon sehen, wie sie auf ihre Jägermeister-Orgel spielt und so weiter. Da kann ich nur sagen, besucht sie auf ihrem Kanal, auf Instagram und auf Facebook. Da postet sie jeden Tag mindestens ein tolles Video. Und ich werde natürlich versuchen, sie auch nochmal hier zu mir in die Sendung zu locken. Denn ich habe ja auch mal Blockflöte spielen gelernt. Ich weiß nicht, ob ich die hier irgendwo liegen habe. Aber vielleicht fordere ich sie dann mal zum Blockflöten-Duell raus. Da muss ich mal gucken. So, also heute Abend habe ich aber auch wieder einen tollen Gast mir eingeladen. Er kommt hier aus Berlin, ist Schauspieler, Sänger, Synchronsprecher und ihr kennt ihn noch, wenn ihr ganz früher mal gute Zeiten, schlechte Zeiten auch geguckt habt. Ich freue mich heute bei mir in der Sendung hier aus Berlin, Claudio Maniscalco. Hallo Claudio. Hallo, hallo. Hallo Christian, grüß dich. Claudio, mein Studio steht ja hier in Schöneberg. Wo wohnst du eigentlich hier in Berlin? Ich wohne in Berlin-Mitte. Das ist ja ziemlich zentral, in der Nähe vom Hauptbahnhof. Da wohne ich, in einer kleinen Seitenstraße, und die vorher schon sehr ruhig war und jetzt zu Corona-Zeiten richtig leise ist. Also hier passiert gar nichts. Also ich war gestern auf meiner, ich habe so eine Dachterrasse und habe da gesessen und dachte, ich bin hier irgendwie auf dem Lande. Ja. Und fand ich irgendwie ganz merkwürdig. Also ja, aber sehr schön, sehr schön. Ganz oben wohne ich und ich fühle mich so ein bisschen hier manchmal wie auf einer Insel. In Berlin, mitten in Berlin. Ja, Claudio, wir haben uns ja schon mal unterhalten und Claudio ist einer der typischen Schauspieler oder Menschen, wenn du denen auf der Straße begegnest, da erkennst du sofort das Gesicht, weil es wirklich sehr markant ist und man es einfach schon oft gesehen hat und man kann den Namen aber gar nicht so zuordnen, ne? Das geht ja ganz oft so. Ja, das ist ganz oft so. Die Leute sehen mich immer und denken erstmal, im ersten Moment denken sie, ich kenne mich irgendwo privat, ich bin irgendwie ein Freund der Freund oder so. Und dann, ich weiß dann meistens schon Bescheid, also die meisten kennen mich wirklich dann aus dem Fernsehen. Aber ich habe ja fast 100 Filme gemacht und viele Serien auch darunter. Und ich war oft nicht der Haupt sondern auf der, wie soll man sagen, der zweite Hauptdarsteller und war der Freund von der Hauptdarstellerin oder der Rechtsanwalt oder der böse Mörder oder so. Also daher kennen die Leute dann immer mein Gesicht. Aber im Moment habe ich mir gerade wieder so mein Bärtchen stehen lassen, was ich jetzt gerade mal in diesen Zeiten machen kann, weil ich nicht so viele unterschiedliche Rollen gerade spielen darf, weil wir alle zu Hause sind. Und das ist so, damit bin ich sehr bekannt geworden mit diesem Bärtchen, weil das trage ich privat auch ganz gern mal. Da war ich lange Zeit bei gute Zeiten, schlechte Zeiten. Da hat mich dann die breite Masse als bösen Zauberer Felix mal kennengelernt. Aber die meisten wissen meinen Namen nicht, aber mein Gesicht, die Visage, die kennen sie dann auch. Ja, aber genau an diese Rolle bei gute Zeiten, schlechte Zeiten, ich weiß nicht, könnt ihr euch auch noch daran erinnern, wie auf einmal wirklich dieser böse, mystische Zauberer auftauchte, den man am liebsten aus dem Weg gehen wollte. Wie war das denn? Das war doch damals mit dem Bauwagen. Du hattest doch mit Leon Moreno und seiner Schwester zu tun, ne? Weißt du noch, wie das war damals? Ja, irgendwie, der Leon war irgendwie mein weiß ich nicht, Cousin oder irgendwie irgendwas Verwandtes und so. Aber ganz ehrlich, ich habe total vergessen, wie diese Geschichte war. Ich musste da auch immer irgendwelche komischen Zaubergeschichten machen, so Gaga. Und ich habe die immer nicht verstanden, diese Zauberei. Ich sage, ich muss Spielchen spielen. Dann bin ich eben zu den Redakteuren hingegangen, da oben, die Autoren. Das sind immer so 10 Leute, die da sitzen. Da habe ich gesagt, Leute, könnt ihr mir mal erklären, was das für ein komisches Spiel ist? Und dann haben 3 Leute mit 3 unterschiedliche Versionen erzählt und ich habe gesagt, ich verstehe immer nur noch Bahnhof. Und so ging es allerdings auch den Zuschauern. Sie haben gar nicht gewusst, was macht der da? Und ich habe dann auch gesagt, okay, wenn ich einen Arzt spiele, muss ich auch nicht unbedingt wissen, was ich da mache. Ja. Ich mache das jetzt einfach und tue so, als wenn ich wüsste, wovon ich rede. Ich hatte aber keine Ahnung. Wie lange ging die Rolle? Wie lange warst du bei GZSZ dabei? Ich war fast 2 Jahre da. Immer mal mit Unterbrechung. Ich war dann mal wieder 2 Monate weg. Und das war eigentlich eine sehr, sehr schöne Zeit, weil lange Jahre durfte ich das nicht machen. Meine Agentur hatte mir das damals verboten, weil ich sollte ja seriöser Schauspieler sein und das machte man nicht. Ich fand das irgendwie toll. Und und erst da hatte ich nur einen 2-Monats-Vertrag gehabt und das kam irgendwie meine Figur so gut an, dass sie dann gesagt haben, okay, wir machen nochmal 3 Monate und nochmal 3 Monate. Und nachher war ich insgesamt über 2 Jahre immer wieder mal da, mal wieder weg. Und ja, war eine schöne Zeit, hat Spaß gemacht. Und die breite Masse hat mich dadurch kennengelernt und haben dann auch, ich sag mal, die
sogenannten anspruchsvollen Filme, die haben sie dann auch gesehen dadurch, weil die mich irgendwie gesehen haben. Gibt es denn irgendwelche Rollen, die du besonders gerne spielst? Also ist es besonders reizvoll, den Bösen zu spielen, den Verbrecher oder doch eher den Gigolo? Ja, es gibt Rollen, und zwar alle Rollen. Ich liebe jede Rolle, die ich spielen kann und darf. Und ich habe auch, wenn so Fans, die mich kennen, die wissen auch, dass ich wahnsinnig gerne immer in unterschiedliche Figuren schlüpfe. Also ich spiele ja auf der einen Seite den Italo Macho, dann spiele ich aber auch zum Beispiel jetzt wieder im Herbst auch wieder im Sherlock Holmes Musical einen Asiaten, dann noch den Sabrons, Mr. Sabrons spiele ich. Also ich spiele in einem Musical dort drei verschiedene Rollen und schlüpfe immer so in die Rollen rein, in Blitz, in 30 Sekunden, in eine völlig neue Figur. Und das liebe ich. Eben nicht mich selber zu spielen, sondern in andere Figuren zu schlüpfen, sowohl von der Sprache als auch von der Körperhaltung und auch von der Optik. Also ich verändere mich auch, ob ich den Teufel spiele oder einen durchgeknallten Asiaten. Das liebe ich. Also insofern liebe ich alle Rollen, die ich spiele, wenn ich sie mir zu eigen machen kann. Was ich nicht spielen mag, ist mich selber. Das finde ich langweilig. Ja, ist auch langweilig. Bin ich ja 24 Stunden am Tag. Ja, das ist ja, ich glaube, so geht es uns allen. Ne? So selbst kann man sich ja am, oder mag man sich meistens am allerwenigsten sehen oder hören und so weiter. Ja, das ist so wie wenn du Fotos irgendwie von dir selber machst, ne? Dann ist es ja so, dann sagt man, ach, das Foto, da finde ich mich so ganz toll. Aber alle anderen sagen, nee, das sieht ja scheiße aus. Man sieht selber, sieht sich ja, möchte sich ja immer anders sehen als andere einen sehen. Und manche sagen, nee, da, das sieht wirklich toll aus. Dann denkst du, da finde ich sie immer. Ach, der Mund und die Augen, wie sieht das gerade aus? Aber so ist das, glaube ich, immer noch. Ja. Oder manche mögen auch ihre Stimme nicht haben, ihre eigene. Aber ich habe mich Gott sei Dank an meine gewöhnt. Claudio, jetzt bist du ja nicht nur in Auftragsproduktionen zu sehen, sondern du machst ja auch wirklich ganz viele eigene Shows hier in Berlin. Ja, also ich spiele, ich freue mich natürlich, dass ich immer wieder auch zwischendurch engagiert werde. Ich spiele normalerweise jetzt immer so 5, 6 Mal im Monat in Dresden eine große Rolle in einem neuen Musical, das heißt Barock Mi Gräfin Kruse. Dann, wie gesagt, im Herbst gehe ich auf große Deutschlandtour mit dem Sherlock Holmes Musical. Und in Berlin habe ich zurzeit, hätte ich laufen, meine Dean Martin Show, die schon seit über 10 Jahren läuft, immer ausverkauft. Und wieder mit einem neuen Team. Ich wechsle immer so die Sängerin aus und neue Songs. Und der Bijan Azadian, der hat ganz tolle neue musikalische Arrangements dafür gemacht. Und dann mein großer Renner seit jetzt im 16. Jahr ist meine La Familia Show. Das ist ein italienisches Spektakel. Da spiele ich ein bisschen mich selber, aber eigentlich eher mein Papa spiele ich da. Den sage ich mal, den veräpple ich da so ein bisschen. Und das ist ein Riesenerfolg und macht unglaublichen Spaß. Und es ist auch immer ausverkauft. Und ja, und das kommt auch im Herbst wieder. Und jetzt in La Familia, wie du gerade gesagt hast, da singt ihr und spielt ihr auch diese ganzen tollen italienischen Hits und Evergreens, die wir alle kennen. Da singt man, haben wir ganz viele Songs, da singen, die Leute kennen, also vom Zwei kleine Italiener bis hin zu singe ich Eros Ramazzotti, Sebastas und so weiter. Und ja, aber auch ein paar Sachen, die man nicht so kennt. Und das ein bisschen, also ich sage mal so, auf der Bühne habe ich ja, also in meinen Produktionen nehme ich natürlich das, was ich am besten, sagen wir mal, wo mein Background am besten ist, das ist eben Italien. Und da ist immer ein bisschen was Italienisches dabei, denn Dean Martin war ja auch ursprünglich Italiener. Und ja, und das ist so ein bisschen dieses italienische Lebensgefühl, den Armen geht es gerade allen so schlecht dort, aber das kommt auch wieder zurück und die Italiener sind eigentlich sehr lebensfroh und normalerweise und das mag ich schon ganz gern und das macht mir auch Spaß, das so ein bisschen in meinen Produktionen nach draußen zu Ich bringen. weiß genau, was du meinst. Ich liebe das ja auch, ne? Wenn man, ihr kennt es bestimmt auch, wenn man abends an einer lauen Sommernacht draußen sitzt, entweder im Garten oder wirklich im Restaurant, man hat gegessen mit einem Glas Rotwein, da kommen drei Musiker vorbei mit Geige, mit Klarinette und mit hier Ziehharmonika und dann singen die diese wirklich Klassiker, wie du gerade gesagt hast. Das ist einfach dieses tolle italienische Lebensgefühl. Ich liebe das auch. Aber jetzt haben wir so viel über die Hits gesprochen. Hättest du denn auch eine kleine Kostprobe für uns?
Naja, klar, ich kann sagen, der größte Hit aus der Dean Martin Show, den singe ich allerdings auch in der La Familia Show, da aber mit einem deutschen Text, aber hier aus der Dean Martin Show, That's Amore, das Oh ist ja sein größter. ja, natürlich. Let's do it. When the moon hits your eyes like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you sing Vita Bella. Hearts will play, tibi-tibi-tibi, tibi-tibi-tibi, like a guitar and tella. When the stars make you do just like Buzz of a Jew, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, when you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Screws at me, but you see, bagging all my body, that's amore, that's amore, that's amore. Bum, bum, bum. Bravo! Da kriegt man doch wirklich gleich Lust, Teller Spaghetti zu essen oder eine schöne Pizza. Das wär's doch jetzt. Ja, wenn ich auch ein bisschen Lust auf Claudio und auf italienisches Feeling bekommen hat, dann besucht ihn doch einfach in einen seiner Shows. Die E-Mail-Adresse, die Internetadresse ist eingeblendet. Dort gibt's alle Infos zu seinen Shows, wo es Tickets gibt und so weiter und so fort. Auch, ich habe natürlich auch Gutscheine, die habe ich jetzt nicht präpariert. Es gibt für die Martin und für La Familia gibt es Gutscheine. Also wer Bock drauf hat, es gibt auch eine Zeit nach Corona. Bitte kauft Gutscheine, wir freuen uns, es kommt alles wieder und dann hat man was, worauf man sich freuen kann. Genau, und gerade jetzt zu Ostersonntag hätte man dann auch schon ein schönes Geschenk in Form eines Gutscheins. Das war es dann heute schon. Vielen Dank, lieber Claudio, dass du die Zeit hattest. Dann esse ich jetzt mal La Pasta. Ich Ach, du hast dir noch Pasta bereitgestellt. Ja, na klar, ich habe die ganze Zeit gefolgt. Jetzt ist noch von einem Mittag übrig geblieben. Jetzt esse ich schön meine Pasta und denke an La Familia. So sieht's aus. Du isst jetzt und ich sag danke fürs Zuschauen. Morgen wird es mega interessant, denn heute Abend kommt die neue Folge Promis unter Palmen in Sat 1, die ihr ja hoffentlich auch immer alle guckt. Und dazu spreche ich morgen mit Julian FM Stöckel über alles, was da gestern oder heute Abend in der Sendung passiert. Also wir sehen uns morgen. Schönen Mittwochabend noch und bis dann. Tschüss. Guten Hunger!